Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Morgen wird es regnen, den ganzen Tag. Sollte es eigentlich heute schon. So, ich habe die anderen Kanäle noch gar nicht gezeigt. Da haben wir einen Fortune-Teller. Der sagt uns, wie die Geister derzeit drauf sind, wie unser Glück so ist. Und da können wir manchmal Crafting-Rezepte freischalten. Eigentlich sollte es heute regnen, aber das tut es nicht. Aber das macht nichts. Ich bin auch bereit, meine Sachen hier selbst zu gießen. Dafür muss ich es dann morgen nicht machen. Zack. Und was steht denn heute so an? Also am liebsten würde ich einfach noch mal ein bisschen angeln, dass wir auf 2000 kommen und uns dann das Rucksackding holen. Dich hauen wir einmal. Da haben wir... Ich kann das nicht übersetzen, was es ist, aber es ist prähistorisch. Und es ist ein Artefakt. Das sollen wir halt Gunther rüberbringen. So. Dann machen wir das einfach mal fix. Bevor wir angeln gehen. So, das war hier unten. Ganz rechts da irgendwo. So, wir könnten es natürlich auch behalten und so, aber das ist jetzt nicht so notwendig. So, hier gibt es auch manchmal Eis, im Sommer und sowas. Das ist ganz cool, da bin ich falsch. Acht Uhr, ich warte, ich bin da sehr penetrant, ihr wisst das, ich warte. So, die Zeit vergeht ja recht schnell. Es ist 8 Uhr. Und da kommt jetzt eine kurze Szene. Abysmal. Ich weiß nicht, was das heißt. Nicht ein einziges Ausstellungsstück hier. Was ist das? Du hast was gefunden? Lass mal sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste niesen, aber noch muss ich es nicht. Unbeschreiblich, das ist wirklich alt. Ich würde das gerne in größeren Ausmaßen untersuchen, aber es ist ja deins. Ich habe einen Gefallen, um den ich dich bitten möchte. Würdest du etwas ausmachen, die also neue Artefakte oder Mineralien, die du findest, hier zu donaten? Wir könnten hier etwas ganz Tolles machen und wer weiß, vielleicht habe ich ein paar nette Items für dich im Austausch. Denk drüber nach, oder? Also machst du das? Und sonst, also wenn wir uns entscheiden, was zu donaten, sollen wir es einfach zu ihm hier vorne an den Tisch bringen. Machen wir. Donate to Museum. Das hier. Wo soll's hin? Wir haben jetzt hier quasi freie Auswahl. Ich würde sagen, das kommt erstmal hier irgendwo in die hinterste Ecke. So. Dann haben wir ein Journal-Update. 250, wir müssen gar nicht mehr so viel angeln, Leute. Gut. Wir haben nämlich, uns fehlt nicht mehr viel. Ich würde sagen, wir angeln einfach mal hier. Es gibt an den verschiedenen Flüssen und so weiter alles verschiedene Fischarten. Und wir müssen sowieso, im Endeffekt brauchen wir sowieso irgendwie alles. Warum, wird sich alles noch zeigen. Oder, oh, ich hab gerade geklickt, dass es weggeht. Und dann weißt du an, das war jetzt Glück. So. Hier haben wir eine kleinmäulige Basse oder Brasse oder wie auch immer diese Fische heißen. Ich kenne mich mit Fischen absolut nicht aus. Ich weiß nur, dass Makrelen und Lachs und so weiter gut sind. Da haben wir auch den nächsten Fisch. Vielleicht bleibt er im grünen Bereich. Bitte, 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 bitte. Perfekt. Ganz kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Wurde ich unterbrochen. Wo willst du denn hinangeln? Wo willst du hinangeln? Lass das. So, wurde ich jetzt unterbrochen, ob ich ein Schnitzel oder zwei Schnitzel haben möchte? Das ist unheimlich wichtig. Ja, ja. So.
Uns fehlt nicht mehr viel. Und es ist noch früh am Tag. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Alle Zeit. Ah, nur Seegras. Achso, ne, grüne Alge. Kein Seegras, aber es ist das gleiche. Ist noch eine Cola. Dann benutzen wir die Sachen einfach mal, um unsere Energie aufzufrischen. Einfach mal machen. So, weiter geht's. So. Komm schon, beiß an. Du willst das doch. Du willst das. Komm schon. Aha, eine grüne Alge. Dann steppen wir einfach mal hier nach oben. Gucken, ob wir hier was finden. Jetzt weiß ich nur nicht, wie lang die Folge werden muss. Absolut nicht. So. Den Schatz holen wir uns. Es ist schön, wenn beide da so sind. Sehr nett von dir, Fisch. Ein Sonnenfisch. Da haben wir Bait und eine Geode. Ich würde sagen, vielleicht reicht ja schon der nächste Fisch aus. Mal sehen. Achso, das können wir eigentlich mal machen. Achso, das können wir gar nicht machen. Da brauchen wir eine bessere Angel für. Okay, spielen. So, komm schon. Oh, komm schon. Eine kaputte CD. Weg mit dir. Die Alge benutzen wir jetzt mal, damit wir ein bisschen mehr Platz haben im Inventar. Yes. Zack. Und zurück zur Angel. Denn wir wollen 2000 Gold haben. Oder wie auch immer die Währung hier in diesem Spiel heißt. Müsste ich gleich mal nachsehen. Damit wir uns die Rucksack-Zusatzerweiterung kaufen können. Damit wir mehr Platz im Inventar haben. Okay, da möchte ich nichts anbeißen. So, dann vielleicht hier. So, komm schon. Keine grüne Alge, lass das. Dann stellen wir uns einfach mal hier hin. Zack. Ausgeworfen wie ein Profi. Sonst gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Wie gefällt euch denn Stardew Valley bisher? Wir haben ja bisher kaum was gesehen. Also da kommt noch so einiges auf uns zu. Zack. Da haben wir endlich mal wieder einen Max. Da wird noch einiges passieren. Auch wenn es heute regnen sollte. Ich frage mich, wieso es nicht regnet. Oder ich habe mich in der letzten Folge einfach verlesen. Aber ich verlese mich doch nicht. Sowas passiert nur Amateuren. So. Haben wir einen weiteren Sonnenfisch und ich denke, wir können jetzt mal verkaufen. Sonst angeln wir den Rest einfach da vor Ort. Falls wir noch was benötigen. Und vielleicht liegt hier auch noch irgendwo eine neue Muschel. Oder hier ist was. Da ist was. Da haben wir Lehm. Ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Aber hey. So. Die kommt weg, du kommst weg. Einen würde ich gern behalten. Und da haben wir 2003 G. Dann ist es einfach Geld. So, das heißt, wir steppen jetzt, solange der Laden noch auf hat, da schnell hin. Und holen uns diese Erweiterung. Da ist nichts. Okay. So, hier gibt es einen Hund. Zack. Den man aber nie sieht. Was ist mit dir? Hast du mir irgendwas zu sagen? Wie war denn deine erste Nacht? Und das können wir eigentlich noch gar nicht machen. Das bringt uns nichts. So. Dann kaufen wir uns das hier mal. Zack. Zahm. Wie viel kostet der nächste? 10.000.
Aber jetzt haben wir hier wenigstens die nächste Spalte Zeit. Oder frei. So, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir jetzt vielleicht irgendwas beim Community Center machen können. Das hier müssen wir noch aufsammeln. So, gibt es hier sonst noch was, was man machen könnte? Hier ist einmal Haley. Ja, sie sagt nichts Relevantes. Halt nur dieses Gelaber über Klamotten und Schminke und so. Hier passiert einfach nichts. Das finde ich doof. Und können wir vielleicht endlich hier vorne gleich weiter? Wo wir letztes Mal noch nicht weiterkamen. Einmal hier vorbei. Und das war unnötig. So, nö, da weiß ich nicht, wie lange der noch braucht. Es kommt mir auch nicht vor, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das überhaupt so war. Also gut, ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich Stardew Valley gespielt habe. Da kamen einige Neuerungen. So, einmal hier Fische fangen. Der bewegt sich kaum. Ich möchte auch die Kiste haben. So, perfekt. Hier haben wir einen Karpfen und einen Amstigen. Cool. Dann nehmen wir später diese Mission an, dass wir den Amstigen zu Clint bringen. Weil eigentlich kann man die erst dorthin holen, wo wir noch gar nicht hin können. Das ist ja jetzt ein guter Zufall. Dann machen wir das doch sofort. Komm schon. Komm schon. Möchtest du mit mir in meinen weißen Van, der dort hinten steht? Möchtest du? Ja. So. Dann haben wir hier jetzt als nächstes. Was haben wir wieder an den Karpfen? So. Dann würde ich sagen, fangen wir nur noch diesen Fisch. Nehmen dann diesen Auftrag an, bringen den Fisch zurück und machen andere Dinge. Vielleicht noch ein bisschen die Farm sauber machen oder so. Es ist momentan alles ziemlich monoton, aber so ist das nun mal als Farmer. Wir haben ja auch noch nicht viel, was wir machen können. Für das meiste fehlt uns einfach noch das Geld und sonst was alles. So, jetzt steppen wir mal wieder zurück. Muss hier nach unten. Tap, 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 tap. So, mit euch möchte ich gar nicht reden. Wir sind ein Ehepaar. Ich möchte jetzt nicht unterbrechen. Das fühlt sich nicht richtig an. Aber mit dir kann ich reden. Sie möchte im Sommer ganz viel Zeit mit ihrem Teleskop verbringen. Ja, ich finde Teleskop eigentlich ganz interessant. Also da durchzugucken ist echt cool. Vor allem wenn es so ein, also halt ein etwas höher auflösbares Teleskop halt so ist. Wisst ihr? Also er möchte einen Amestiden. Den können wir ihm auch bringen. Auf jeden Fall. Achso, es ist ganz, ganz cool, da durchzugucken. Wo man halt wirklich vieles sehen kann. Das hat schon was. So in einer schönen Sommernacht. Mit sternenklarem Himmel. Ja, ja. Ist schon sehr mystisch irgendwie. Ich meine, ich habe jetzt kein Teleskop zu Hause oder sowas. Die Musik hat sich gerade so schlagartig geändert. Aber ich habe da halt schon mal durchgeguckt. Bist du... Nee, du Shane, ne? Und dann trinkst du Alkohol. Tja. Ich habe hier die Bar ja eigentlich auch noch gar nicht wirklich gezeigt. Da kann man ein bisschen dran spielen. Was ist denn hier? Nicht die Angel verwenden, lass das bitte. Da liegt doch was. Aber wir können es nicht mitnehmen. So. Ich warte eigentlich nur auf den Clint, ob der hier überhaupt reinkommt. Damit wir ihm seinen Amestit geben können, den er so gerne hätte. So, vielleicht kommt er hier gerade irgendwie gleich entgegen oder so. Ich weiß es nicht. Kommt er überhaupt raus? Ich weiß, dass es zu ist.
Sonst bringen wir den morgen und machen halt jetzt einfach noch ein bisschen in der Farm weiter. Aber einmal gehe ich noch rein und guck, ob er vielleicht jetzt da ist. Auch wenn ich nicht glaube, er wäre uns entgegengekommen. Er ist da. Vielleicht saß er da schon die ganze Zeit. So. Da haben wir jetzt auch die Belohnung. Zählt das eigentlich schon als Geschenk? Ja, das zählt als Geschenk, aber Clint, der mag uns jetzt. Ich meine, das ist unser Schmied, der muss uns. Also ich möchte nicht, dass er uns nicht mag. Das finde ich nicht gut. Und dann kaufen wir uns tatsächlich wirklich morgen neue Samen. Wir brauchen nämlich unbedingt Sachen. So, erstmal Fisch weg, das weg, der kann weg. Den behalten wir. Aus Gründen. Die kommen da rein. Und das kommt alles da rein. Dann füllen wir noch einmal kurz unsere Gießkanne auf. Und holzen hier einfach noch so einen Baum ab. Das ist nicht unwichtig. Wir brauchen Bäume. So, machen hier noch ein bisschen die Steine. Bitte den Stein, danke. Und noch diesen Baum. Komm schon, schneller. Wieder ein bisschen was an Holz dazu bekommen und diesen Baum, den nehmen wir noch mit. Denn wir brauchen unbedingt Holz. Das hat alles seine Gründe, glaubt mir. Man kann gar nicht genug Holz haben hier in diesem Spiel. So, das. Aber wir werden auch noch. Können wir die hier so pflanzen? Machen wir einfach mal. Wir brauchen nämlich halt wirklich Holz. Ich weiß nicht, wo möchte ich denn hier ein Bäumchen hinpflanzen? Ich würde sagen, hier kann einfach noch eins hin. So. Dann bringen wir noch die Sachen wieder rein. Knapp 150 Holz, aber ich glaube, ein bisschen mehr schadet nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schlafen. Ach, Fischen ist wieder besser geworden. Das ist ja schön. Ein bisschen Geld dazu bekommen. So. Und damit wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.